Sie will wirklich auch. Sie hat... Solche Sachen sind immer schwierig. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir beide gemeinsam... Ja, ich will ja auch nicht, dass Sie das als eine Art Strafarbeit oder Nachsitzen sehen, sondern als eine Chance. Herr Glaubrecht, Sie haben ja gesagt, das Hauptproblem Ihrer Ehe ist die fehlende gemeinsame Zeit, weil Ihre Frau viel unterwegs ist und... Das ist totaler Quatsch. Frau Glaubrecht, das Wichtigste ist, dass Sie zuhören. Du bist viel unterwegs, das musst du doch. Meetings hier, Tagungen da. Wissen Sie, meine Frau hat Karriere gemacht und seitdem steht uns das Wasser bis zum Hals. Ja, das verstehe ich. Frau Glaubrecht, wie sehen Sie das? Ja? Ah. No, I've told you, I'm willing to sell for 24 million, that's it. Steve, I know, but... Sure, but it's not gonna happen. 24 million, period. All right. Call me back. Taiwan will zwei Turbinen kaufen und dieser Kunde ist bei... Ja, was? Herrgott, soll ich Steve Foster sagen, er soll seine Turbinen lieber bei Siemens kaufen, weil mein Mann gerade Lust auf ein Kaffeekränzchen hat? Apropos, gibt's hier eigentlich keinen Kaffee? Frau Glaubrecht, ich glaube nicht, dass das sinnvoll wäre. War ja eigentlich klar, dass das nichts bringt. Moment, mir war klar, dass das nichts bringt. Du wolltest unbedingt... Weil ich gedacht habe, dass du mir vielleicht einmal zuhörst, wenn jemand dabei ist, der... Haben Sie gehört, was Ihr Mann gesagt hat? Frau Glaubrecht, dass er sich wünscht, dass Sie ihm zuhören. Ich muss mal kurz. Steve? Yes, yes. Mhm. Alright. Okay. Aha. Wissen Sie, wir haben mal gemeinsam angefangen, im gleichen Büro. Ja, ja. Und dann ist sie plötzlich in die Geschäftsführung, innerhalb von nur 3 Jahren. Ja. Well, I can absolutely assure you that... Ich sitze immer noch in unserem alten Büro. Ich verstehe das, Herr Glaubrecht. Aber Sie müssen lernen, zu Hause Ihren Mann zu stehen. Hold on for a second. Steve. That's great. Na, Liebe und Karriere, das sind doch zwei verschiedene Dinge. Oh, natürlich. Deswegen liest man ja ständig von Rockstars, die sich in die Frauen hinter der Käsetheke verlieben, heiraten und dann glücklich Alright. werden. Bye, bye. Sie machen's für 24 Millionen. Push. Ich bin so... Das ist derartig. Bist du stolz auf mich? Sei stolz auf mich. Komm, sei stolz. Das ist so geil! Ich würde mich vögeln, wenn ich du wäre. Können wir kurz Ihre Couch haben? Frau Glaubrecht, ich glaube nicht, dass Sie verstehen, warum wir hier sind. Zehn Honig, halbe Stunde? Mhm. Hätte 200. Herr Glaubrecht, würden Sie bitte aufhören, sich auszuziehen? Sie haben sich einen schönen großen Kaffee, hier gibt es ja offensichtlich keinen. Jetzt gucken Sie doch nicht so. Frau Glaubrecht, ich bin diplomierte Psychologin im Bereich Eheberatung. Würden Sie mir jetzt bitte wieder meine Unterlagen geben? Ja, würden Sie? Ja, völlig klar. Aber glauben Sie mir, das hilft unsere Ehe mehr, als wenn wir hier noch 3 Stunden mit Ihnen quatschen. Frau Glaubrecht, vertrauen Sie mir, ich weiß Bescheid. Und Sie sich meinen großen Kaffee meine Unterlagen wieder geben.